Wir haben einen Staatsstreich vereitelt und besiegt, der den Stempel Washingtons trägt. Venezuela, Putsch verhindert. Was ist los in der Luftwaffe Venezuelas? Zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres wurde in der vergangenen Woche eine Verschwörung aufgedeckt, mit der hochrangige Offiziere dieses Teils der venezolanischen Streitkräfte den Präsidenten des südamerikanischen Landes Nicolas Maduro ermorden und die gewählte Regierung stürzen wollten. Den Berichten zufolge sollte am vergangenen Donnerstag ein chartertes Flugzeug Bomben auf dem Präsidentenpalast Miraflores abwerfen. Alternativ war demnach ein Angriff auf eine Kundgebung geplant, bei der Maduro sprechen sollte. Tausende Studenten hatten sich am Donnerstag aus Anlass des Jahrestages der Schlacht von La Victoria am 12. Februar 1814 in Caracas versammelt. Das Datum markiert auch den Beginn gewaltsamer Proteste gegen die Regierung im vergangenen Jahr. Das Signal zum Putsch sollte den Informationen zufolge ein von einer landesweit vertriebenen Tageszeitung veröffentlichtes Manifest von Oppositionsführern zum Aufbau einer Regierung der nationalen Einheit geben. Die Pläne konnten den Aussagen zufolge am Mittwoch durch die Festnahme mehrerer hoher Offiziere vereitelt werden, nachdem sich Militärs aus dem Umfeld der Verschwörer an die Sicherheitskräfte gewandt hatten. Ein von der Regierung verbreitetes, offenbar geheim mit einem Handy aufgenommenes Video soll die Offiziere bei einer Lagebesprechung zur Vorbereitung des Anschlags zeigen. Schon im März 2014 hatte Maduro über ähnliche Anschlagspläne berichtet. Damals hatten demnach mehrere Generäle der Luftwaffe geplant, den Präsidentenpalast Miraflores und die Einrichtung des internationalen lateinamerikanischen Fernsehsenders Telesur zu attackieren. Die junge Welt berichtete. Ob die in der vergangenen Woche festgenommenen Offiziere und die im März verhafteten Generäle in direkter Verbindung miteinander standen, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Am Samstagabend legte Maduro in einer über alle Rundfunk- und Fernsehsender des Landes ausgestrahlten Ansprache weitere Informationen über die Anschlagspläne vor. Demnach sollen drei vermummte Anführer der Putschisten in den Uniformen der Luftwaffe, der Nationalgarde und der Marine ein Video aufgezeichnet haben, das zum gegebenen Zeitpunkt von den Fernsehsendern Venezuelas ausgestrahlt werden sollte und in dem sie erklären, dass sich die Streitkräfte gegen die Regierung erhoben hätten. Der Text dieses Aufrufs sei direkt von einem Botschaftsrat der US-Vertretung in Caracas formuliert worden, erklärte Maduro in seiner Ansprache. Zudem seien die führenden Putschisten mit US-Dollars bezahlt und mit Einreisevisa für die Vereinigten Staaten ausgestattet worden. Nicht alle Führer der Opposition seien in die Umsturzpläne verwickelt gewesen, so Maduro, aber alle wussten von den Plänen. Ausdrücklich nannte der Staatschef den früheren Präsidentschaftskandidaten Henrique Capriles Radonski als Mitwisser. Zudem verfüge seine Regierung über eine Tonaufnahme, in der ein wichtiger Anführer einer Oppositionspartei in einer fremden Sprache über die einzelnen Punkte des geplanten Staatsstreichs spreche, ohne dessen Datum zu nennen. Wir haben einen Staatsstreich vereitelt und besiegt, der den Stempel Washingtons trägt, so der Präsident. Oppositionssprecher wiesen die Vorwürfe der Regierung zurück. Man unterstütze keinen undemokratischen Regierungswechsel. Der Sturz Maduros werde nicht mit Flugzeugen, sondern mit Wählerstimmen erfolgen, verwies der Exekutionssekretär des Tisches der Demokratischen Einheit MUD, Torrealba, auf die am Ende des Jahres anstehenden Parlamentswahlen. Zugleich entdeckte Torrealba den Grund für die niedrigen Erdölpreise, die die schwierige Wirtschaftslage in Venezuela verschärft haben. Er sagte, der Verfall der internationalen Erdölpreise ist von der Regierung selbst verursacht worden, und sie versuchen nun, mit dem Erfinden von Geschichten ihrer Schuld zu entkommen. Tatsächlich wird international vielmehr das Fracking für den Preisverfall verantwortlich gemacht, durch das die USA derzeit einen Großteil ihres Ölbedarfs eigenständig decken können. Das Oberkommando der venezolanischen Streitkräfte stellte sich am Freitag an die Seite der Regierung. In einer über alle Sender des Landes verbreiteten Erklärung bekräftigte der von den uniformierten Chefs aller Teilstreitkräfte umgebende Verteidigungsminister Wladimir Patrino López die Unterstützung und Loyalität der Streitkräfte für Präsident Maduro. Auch international wurden die Putschpläne verurteilt.
So stellte sich der Generalsekretär der Union Südamerikanischer Nationen, UNASUR, Ernesto Samper hinter die legitime Regierung Venezuelas. Und auch die Präsidenten Boliviens Evo Morales und Nicaraguas Daniel Ortega bekräftigten ihre Verbundenheit mit Maduro. Como dicen por ahí, vuélvalo a pasar, por favor. ¿Lo podemos volver a pasar? Espera. 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 Esp